Also im Moment ist echt der Wurm drin. Jetzt habe ich schon wieder was verloren. Deswegen müssen wir definitiv ganz, ganz früh los. Das müssen wir wieder kriegen. Das ist elementar wichtig hier für unsere Videos. Wir brauchen auch Ersatz. Wasserpumpe. Was ist, wenn sie wieder ausfällt? Die Angst, alles so ein bisschen steckt drin. Ich muss mich, glaube ich, erstmal davon ein bisschen lösen. Ich würde sagen, Film ab. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Da jemand einbrechen wollen oder was ist denn hier los? Mops, was machen Sie dort? Ich habe meinen Ohrringstecker gesucht, weil gestern saß ich, der ist, den Ohrring hatte ich aber hinten, den Gegenstecker, der war mir runtergefallen und dann wollte ich den jetzt suchen, dachte ich, mache bei der Gelegenheit einfach mal die Tür auf und guck. Aber der Illo hat gestern höchstwahrscheinlich ein Mikro von uns verloren, was echt schlecht ist, weil... ja, bei den ganzen Winden, ne? Sonst geht gar nichts mehr. Ja, genau, wir es brauchen. Und es ist auch mega teuer, das kommt noch hinzu. Aber hier liegt es leider nicht. Und Illo hat gestern schon im Rucksack überall geguckt. Das heißt, wir werden jetzt, glaube ich, mal zurückfahren müssen und mal die Lage checken müssen. Zumal wir die hier auch nicht kriegen. Wir haben Ersatz. Aber dann haben wir keinen Ersatz mehr. Ja, wie mit der Pumpe jetzt, ne? Wie mit der Pumpe, da müssen wir auch unbedingt los. Und das ist echt krass, wir laufen ja gar nicht hier durch diesen Einstieg rein und raus, ne? Aber hier, echt, da sammelt sich der Dreck schon eklig. Also machst du da jetzt sauber? Keine Zeit, wir müssen jetzt das Mikro suchen, aber wir sollten hier auf jeden Fall mal sauber machen. Ich habe gestern echt richtig, richtig klar Schiff vorne gemacht, also hier überall im Wohnraum. Aber hier, es sammelt sich wirklich... Boah, mega der Dreck, also ja, es bleibt nicht aus, ne? Ja, wir sind jetzt wieder hier. Da hinten sieht man zum Beispiel auch die rote Villa. Ich werde jetzt mal hier gucken. Irgendwie liegt hier irgendwo das Mikro. Es könnte natürlich auch vom Winde verweht sein. Also wirklich meilenweit weg. Ich weiß auf jeden Fall, hinten an der Villa, da hatte ich es noch. Und vielleicht gehe ich den Weg dann nochmal ab. Ich werde mal jetzt irgendwie gucken. Aber ich schätze mal, unsere Chancen stehen echt nicht so gut. Hier ist echt übel mit dem Wind. Ja, leider vergebens. Ich hätte es mir echt gewünscht, dass ich es hier finde. Dass ich hier irgendwie noch, ich weiß auf jeden Fall genau hier an der Stelle, also an dieser schönen Bucht, das sieht ja jetzt echt schön aus, weil hier so ein bisschen windstiller ist, hatte ich nochmal kurz das Handy rausgeholt, wollte eventuell hier ein Schnittbild irgendwie noch machen, aber nichts. Nichts. Vielleicht auch vom Sand und vom Winde verweht, also hier ist ja mal echt ruhig. Also ich merke hier aber auch wieder die Stelle, hier ist so windig, ne? Also das ist echt nicht so schön. Natürlich, da vorne geht jetzt gerade einer schnorcheln. Klar, das macht wahrscheinlich richtig Lust. Naja, ich glaube, das müssen wir abschreiben, das Mikro. Ja, es ist bedeutend windstiller als dort, wo wir noch waren. Also das kann ich euch definitiv sagen. Und wir sind jetzt beim Rentecamper.
tatsächlich. Also ich hatte mal geguckt, beziehungsweise immer, wenn wir mal irgendwas haben, gehe ich auf www.etrusco.de und guck mal, wo haben die denn Vertragspartner. Ne? Und rein zufällig, damit habe ich niemals gerechnet, das wusste ich aber auch schon, wo das mit dem Licht passiert ist und mit dem Rollo. Da hatte ich gesehen, hier, also in Candelaria, ich schreibe es da hier unten rein, wie es richtig heißt, ich weiß es jetzt gerade eben nicht. Da gibt es einen Vertragspartner von Etrusco, also auch eine Werkstatt tatsächlich. Und jetzt mal auch die Frage an euch, ja was, oder könnt ihr die Möglichkeit geben, also wenn die Fähre angenommen, wir haben ja noch nicht über den Preis geredet, wenn die sehr, sehr teuer ist, hin, zurück, Inselhopping, bla bla bla, vielleicht lohnt es sich tatsächlich auch einfach mal ein Wohnmobil hier zu mieten. Also hier kann man sich definitiv, sehe ich jetzt gerade eben, da vorne ein Leica leihen. Obwohl das natürlich jetzt auch ein Kundenfahrzeug sein könnte, das weiß ich jetzt nicht. Aber man kann sich auf jeden Fall auch ein Etrusco tatsächlich leihen. Und wir haben schon ein Etrusco hier gesehen. Und ich will mal jetzt hier gucken, welches Zubehör haben die jetzt hier vor Ort? Vielleicht gibt es so einen kleinen Shop, wo ich mir eine Pumpe holen kann. Vielleicht haben die sogar so ein Rolloband da. Ich weiß es nicht, das Problem ist ja immer noch offen. Und ich erhoffe mir jetzt mal viel und werde jetzt einfach mal reingehen und gucken. Also hier vorne sehe ich auf jeden Fall schon einige Fahrzeuge. Jotti Line steht hier. Benima ist ja auch klar. Was haben wir hier noch? Ennarire? Kenne ich gar nicht die Marke. Kennt die jemand die Marke? Ich gehe mal ganz kurz ran. Zack. Kennt diese Marke jemand? Ich weiß nicht. Naja, ich werde jetzt erstmal in der Werkstatt dort einlaufen und mal gucken, was es dort zu holen gibt. Ja, wie ihr seht, ist die Auswahl hier riesig. Und genau, der Bengt, der hat... Oder hat hier sich auf jeden Fall beraten lassen. Und hier sieht man auch, also hier wird es bestimmt einiges an Zubehör geben. Das kann ich euch sagen. Auch hier mal, ne, für die Kastenwagenfahrer oder die Bullifahrer. Und dann kann man hier auch mal gucken, ja, was haben wir denn alles? Das sieht sogar fast nach dem Gerät aus, was ich bräuchte. Nur natürlich in einer abgewandelten Form. Ich werde jetzt hier nicht mal eben sowas kaufen. Aber man sieht, die haben schon einiges, ne? Also von, vielleicht auch mal ein Stoßdämpfer hier gerade für die Dometic-Fenster, sehe ich gerade eben. Oder ja, wer sich hier nochmal einen Fernseher verbauen lassen möchte und so weiter und so weiter. Ja, ich frage jetzt hier mal nach. Ja, eine Dame hatte sich jetzt gerade eben gemeldet, die kann sehr gut Englisch sprechen, mit der werde ich gut klarkommen. Und ich sehe gerade eben, hier steht zum Beispiel ein Vollintegrierter, den man sich leihen kann. Also, das Ding ist da auch richtig schick. Aufbau vermutlich genau wie wir. Oh, hinten Einzelbettvariante. Ich weiß gar nicht, sieht aus wie ein Querschläfer. Naja, Type X Version haben wir. Und ich sehe hier vorne, sehe ich auch hier einmal einen Kastenwagen. Und dann sieht man echt, da haben wir Glück. Wir haben den richtigen Hersteller an der Hand. Das heißt, na gut, die Ersatzteile werden wir jetzt nicht haben, aber hier wird man auch mal was hinliefern können. Das Problem ist nur, dass wir bald Teneriffa verlassen wollen. Und dann wird es natürlich wieder schwer, ne? Deswegen gucke ich mal jetzt, dass ich eine Pumpe kriege. Ja, Siesta in Spanien. Ich habe es ganz vergessen, ganz ehrlich gesagt. Also die Mitarbeiterin, die kam gerade runter. Ich sage, ja, hier eine Tauchpumpe brauche ich halt, ne? Und sagte sie mir, ja, um 3 Uhr geht es hier weiter. Im Internet standen Öffnungszeiten von 19 bis 16 Uhr. Deswegen natürlich kann das mal abweichen oder nicht mehr aktuell sein. Ja, jetzt müssen wir uns irgendwie ein bisschen beschäftigen. Ja, der Monteur hat halt Pause bis 3, der wird mir dann gleich sagen können, haben die jetzt eine Tauchpumpe da oder nicht. Wäre halt schön, wenn eine da ist und ich überlege jetzt mal, ich müsste ja quasi im Baumarkt, vielleicht kriege ich da ein längeres Ohr. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich irgendwie gucke, wo ist hier ein Baumarkt in der Nähe, weil der hat ja keine Siesta. Jetzt mache ich gerade die Zündung an. Das Piepen ist normal wegen der Hubstützenanlage, aber geht das Radio nicht mehr, ne? Also Leute, ganz ehrlich, wenn das hier so weitergeht, ne? Was ist denn jetzt das Problem? Und wo ist dafür die Sicherung und sowas? Oh. Ich muss jetzt erstmal die Karre waschen. Also jetzt bin ich echt labil. Also die sieht wirklich ganz, ganz schlimm aus. Ich glaube, ihr seht das hier überall, diese Kalkflecken, Staub und so weiter. Ich muss mich jetzt einfach mal abreagieren. Also das Radio geht wieder. Wir haben hier in der Ecke haben wir einen Schalter. Der Mian war gerade dran. Der steht eigentlich immer auf 2. 2 ist jetzt, Schlüssel raus, ist es aus und es geht dann an. Und bei 1 ist es halt dauerhaft an. Okay, ich habe mich beruhigt. Ja, 10 nach 3, ein bisschen zu spät, aber ich habe das ganze Fahrzeug jetzt mal richtig schön sauber gemacht. Das war jetzt so eine eigene Sache, da war schon
Ach, ich glaube, nach Puerto de la Cruz habe ich es immer wieder nur so abgespült und da musste ich jetzt einfach mal mit dem Schwamm lang und da musste das richtig sauber gemacht werden. Das mit dem Baumarkt, der nächste ist in Santa Cruz, da kommen wir ja hin, da muss ich jetzt auch nicht 20 Minuten hin, 20 Minuten zurück. Ich weiß, das sind alles Luxusprobleme und alles noch auszuhalten. Ich habe jetzt auf jeden Fall, diesmal bin ich besser aufgestellt, ich nehme jetzt mal hier definitiv hier die Pumpe mit, dann kann ich auch zeigen, das ist sonst echt immer schwer und ja, mal gucken, ob ich Erfolg habe. Ich habe definitiv alles versucht, das kann ich euch sagen. Also die haben tatsächlich eine Wasserpumpe von Reich hier, eine deutsche Wasserpumpe. Das wird nicht richtig klar. Zwar mit 0,9 Bar, aber damit kann ich leben. Es ist von der Höhe genau das Gleiche. Ich habe alles versucht in Sachen Garantie. Ich habe hier meine Garantiekarte und so weiter von Etrusco. Ich habe alles vorgezeigt. Wie sieht es denn aus? Können wir da nicht was machen? Weil ihr seid ja Vertragspartner und so weiter. Er sagte halt, ja, das Wasser war vermutlich leer. Wenn die dann halt läuft, dann ist halt vorbei. Es kann natürlich passiert sein, ich weiß es nicht. Das Ding kostet jetzt 44 Euro, also nicht die Welt. Ja, wir könnten die jetzt erstmal auch nutzen, dann habe ich meine wieder auf Ersatz, wo ich dann halt 20 Liter halt nicht nutzen kann oder sowas. Wahrscheinlich werde ich die jetzt wieder dran machen. Und ja, habe sowas aber auch immer lieber an Bord, weil wie schnell konnte ich das Problem lösen? Und habe es dann tatsächlich gelöst und darüber bin ich auf jeden Fall sehr froh. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass mir hier dann auch trotzdem gut geholfen wurde. Und ja, das ist dann einfach ja, eine Lektion an euch auf jeden Fall. Habt immer sowas als Ersatz dabei. Ich glaube, mittlerweile können wir echt schon ein Video machen. Auf das und das solltet ihr nicht verzichten. Und ja, ich gucke jetzt nochmal hier wegen dem Band, wegen dem Rollo. Vielleicht hat der ein altes Rollo da. Ne? Also auch hier fahren ja Etruscos, die vielleicht hier ihre Wartungsdichtigkeitsprüfungen und so weiter machen. Und ja, vielleicht ist da sowas übrig. Das wäre natürlich jetzt super geil. Und dann zur Not würde ich das kaputte Fenster kaufen oder weiß ich auch nicht was. Aber das Band, ich habe es nirgendwo im Baumarkt gefunden. Also wenn, gibt es nur sowas hier tatsächlich. Das wäre natürlich super schön. Oder die haben sogar noch ein Fenster auf Ersatz. Aber müsste ich mir mal hier die Fahrzeuge angucken, welches Baujahr die sind, ob dann überhaupt schon die Rollos da gleich sind. Ja, 3:45, der Tag gehört dir. Wir haben jetzt alles beisammen. Das Rollo-Band hatte er leider nicht. Also das gibt es dann immer nur ganz, hat er mir erklärt. Sowas haben die nicht mal eben da. Das wäre auch zu schön gewesen. Ich glaube, das müssen wir dann tatsächlich am Festland. Ich wollte schon Europa sagen. Hier sind wir in Europa. Und hier wird natürlich schön gebaut. Der Mian ist richtig kreativ. Ne, ohne seine Spielepartner kann er noch gut. Obwohl er da die ja so gern hat. Ne? Ja, ich würde sagen, wir packen wieder alles zusammen und fahren zu dem Rest der Mannschaft. Die treiben sie nicht, nämlich in der Stadt. Halb sieben hier in Candelaria. Wir wollen noch mal los. Und hier sieht man auch so ein bisschen, wo wir stehen. Hier versammelt zu dritt drei deutsche Fahrzeuge. Hier direkt gegenüber vom Hyperdino, wo auch ein Orange-Laden ist, wo ich auch noch hin muss. Wieder mal ist eine Karte leer. Wir investieren hier in unsere Videos, für euch da raus die zu schicken. Und haben halt echt einen guten Upload. Ja, mit den Videos. So ist es halt. Ja, wir wollen jetzt noch los uns hier ein bisschen umgucken. Wir haben einen schönen Spielplatz unten an der Küste gefunden. Und ihr seht da hinten in der Ferne, seht ihr richtig? Zack, da sieht man's. Da ist der Mian mit Mops. Mops ist auf zwei Füßen unterwegs. Ja, wie soll sie sonst auch unterwegs sein? Ist ja logisch. Aber sie geht den Gang jetzt mit. Sie kann nicht mehr. Sie muss einfach raus. Ja, Wahnsinn. Also sie ist schon wieder so gut auf den Füßen unterwegs. Das gibt's doch gar nicht. Ja, und was uns hier schon mal auffällt, sind überall so Statuen, ne, die hier überall so sind. Ah, wen haben wir denn dort oben schön am Picken? Wir haben alle gerufen, Papagei, Papagei. Und irgendjemand lief an uns vorbei und sagte, Condora. Jetzt ist Mops gerade eben am Gucken. Vielleicht hat er nur gesagt, irgendwie sowas, geh beiseite oder sowas, ich weiß es nicht. Ja, echt schön, die hier so zu sehen, ne? Also freilebend. Ich weiß noch, wir waren in Rom, da waren auch ganz viele Papageien oder sowas. Also, ja, ein Highlight hier für uns. Also ich glaube, der Mann weiß wirklich, wie dieser Vogel heißt. Er hat Codora gesagt und dann habe ich es wiederholt und er so, ja, Codora.
Aber mega schön zu sehen, voll die schönen grünen Vögel. Und ja, wir lieben es ja immer, wenn wir Tiere in Freiheit sehen. Und von daher war es für uns alle, wie der Edo schon sagte, ein Highlight. Und ich habe gesagt, ich muss heute mit nach draußen, weil ich bin, wie gesagt, schon wie der Vogel im Vogelkäfig. Ich muss raus und es klappt auch super. Aber ja, mein Fuß ist irgendwie so richtig schaut blau. Mal, der ist komplett blau. Das ist komplett blau, der geht noch. Aber ich konnte nicht anziehen, Schuh, weil ich hier hinten die ganze Ferse kaputt habe und mir dann wieder nur aufschürfe. Und ich glaube, der Fuß ist noch zu dick, um einen normalen Turnschuh reinzukommen. Aber es tut nichts weh beim Laufen. Also mir tut hinten die andere Stelle weh. Also der rechte Fuß mit der Verletzung tut mir weh, also wo es offen ist. Aber nicht der linke Fuß. Von daher ist alles gut und wir gehen weiter. Ja, hier, wo die Schiffe, Boote, sagen wir lieber Boote, leicht im Wasser schwenken, haben wir eigentlich eine richtig schöne Atmosphäre. Also die Stadt, die hat schon was. Die hat so einen schönen Flair. Irgendwie gerade eben haben wir schon eine Sprachschule gesehen. Ne, man kann hier ankommen. Viele Camper auch tatsächlich hier. Natürlich haben wir jetzt hier auch nicht den idyllischen Platz direkt am Meer. Aber es gibt zwei, drei. Aber da ist natürlich gut besucht von Campern. Da haben wir jetzt leider keinen Platz gefunden. Aber hier kann man natürlich noch mal abends essen gehen, wenn man möchte. Oh, da hier vorne am Spielplatz, was wir jetzt gerade eben anpeilen, das ist natürlich gut für Familien. Ich finde es auch immer schön, wenn dann zentral hier unten was ist. Und wir merken jetzt auch, also der Wind beruhigt sich, obwohl ja hier echt windstill ist. Aber so vom Wasser her sieht man es, also das hat man jetzt schon doch ein bisschen mehr gesehen. Ne? Mittlerweile sind wir auf jeden Fall bereit, weiterzufahren. Und wenn ich auch hier hoch in diese Berglandschaft blicke, das sieht so schön aus, ne? Also wirklich ganz, ganz schön. Hier auch an der Straße, gut, jetzt fahren gerade ein paar Autos, aber das ist gar nicht so schlimm. Und ich hatte hier gerade eben wieder eine Erfahrung gemacht und das war diesmal echt eine schlechte. Und diesmal, glaube ich, habe ich mich zum Guten entschieden. Ich habe jetzt bei Marsmobil, habe ich mir jetzt tatsächlich für 20 Euro 120 GB geholt, weil unsere Orange Card war wieder leer. Ich bin zum Orange Laden hin, ich sage so, hier bitte einmal 20 Euro drauf, ich brauche neue 100 GB. Ja, und er sagte mir, ja, aber sie müssen einen Monat müssen sie das verbrauchen. Und dann habe ich zu den anderen Typen irgendwie gesagt, ja, aber es ging doch sonst immer, dass sie mir die 100 GB neu gegeben haben. Nee, das wäre auf gar keinen Fall. Und irgendwie waren die beiden Jungs die ganze Zeit so, also entweder die waren ganz schön krank oder die waren ganz schön auf, ich weiß auch nicht, ne? Naja, es gibt Menschen, die brauchen das tagsüber oder allgemein brauchen das, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es sehr, sehr nervig. Die waren überhaupt nicht irgendwie, dass man sie beraten konnte oder sowas. Dann bin ich halt rüber nach Marsmobil. Ich bin auch ehrlich, das war längst schon fällig. Also wirklich längst schon fällig, dass ich das hätte machen müssen. Aber man ist ja irgendwie so gewohnt. Und bei Marsmobil habe ich das jetzt und man kann dann tatsächlich, ich habe es ja jetzt noch nicht gemacht, also man könnte dann immer mit der Kreditkarte zahlen. Das heißt, ich muss nicht mehr zu irgendeinem Store, wo ich dann hier reinlaufen muss. Dort gibt es auch Siesta oder. Und beim Vertragsabschluss ist mir aufgefallen, warte mal, du kriegst doch immer wieder eine SMS. So konnte ich den zeigen quasi, weil er sagt ja, sie müssen bis zum so und so vierten warten. Bis dahin ist dieser Monat rum. Und ich habe mir gesagt, ja, gucken Sie mal, da war das schon mitten im Monat, war das. Und wie konnte ich dann? Dann hätte ich doch bis so und so lange warten müssen. Ne? Auf jeden Fall ein Riesen hin und her, total nervig. Wir haben es dann hingekriegt, die beiden Jungs, die haben sich dann nochmal entschuldigt und wahrscheinlich auch einfach was dazugelernt. Ich habe auch was dazugelernt, jetzt haben wir die Orange-Karte wieder voll, eine Orange-Karte im Router, der Vertrag ist voll und genau, jetzt habe ich die Marsmobil noch. Also jetzt müsste es sein, aber ich habe auch mal gerade mit dem Daniel gerechnet, also wir werden bestimmt so 120 GB, werden wir bestimmt für die Videos zum Hochladen Minimum verbraten, pro Monat. Ich wollte mal zeigen, wo wir sind, also wir stehen genau hier, nicht weit hier vom Hafen, hier waren wir gestern unterwegs bis zum Spielplatz, jetzt wisst ihr einmal den Platz und für uns geht es jetzt definitiv weiter. Jetzt ein Schnitzel, ein Steak. Nee, nee, wir sind wieder zurück im Ikea. Die drei Kinder abgegeben, nur noch den Milo bei mir auf der Brust. Es wird ein bisschen geshoppt. Die Kinder haben richtig Spaß im Bällebad. Eine Stunde for free.
Ja, das ist doch was. Ah, Mops hat schon einige Sachen in der Hand. Uns ist der Wäschesack kaputt gegangen. Ja, hier ist komplett das weggerissen. Jetzt ist die Frage, ob wir den wieder nehmen. An sich, der hat jetzt lange gehalten. Einmal hören wegen den Kindern, nicht, dass die... Nee, ich war gerade auf Toilette, da ist alles gut. Nehmen wir den. Also der ist eigentlich gut. Bloß das Blöde ist, das muss ich euch jetzt mal so zeigen. Also wir hatten ihn die ganze Zeit und würden ihn weiter nutzen. Aber irgendwie, du tust die Sachen rein, das Ding geht um. Aber wenn er voll ist, ist er voll, hat eine perfekte Ladung. Aber ich habe letztes Mal schon den Wäschesack gesehen. Kommt mal her. Und zwar habe ich diesen Wäschesack gesehen. Der ist, guck mal Leute, der ist perfekt, glaube ich. Er ist ein bisschen größer, kostet 19 Euro. Aber der passt bei uns perfekt in die Dusche rein. Weil du sagst, der ist ein bisschen groß, wir haben ja sowieso da sonst nichts stehen. Den kannst du super transportieren. Ne, Elo? Aber der wird dann bestimmt auch dreckig. Ich muss das ja auf den Boden abstellen immer, ne? Das ist wie mit deinem Rucksack, der ist immer schnell dreckig, ne? So ein grauer ist dann natürlich, komm, ist ein gutes Argument. Ja, aber irgendwie ist der cool. Aber für was würde man ihn sonst nehmen? Aber damit könntest du schon gut die Wäsche transportieren, musst du sagen, Nello. Da passt viel rein. Aber er wird dreckig. Ja, aber... Willst du mal Dreck im Mobil? Ach, schwere Entscheidung. Zur späten Stunde. Es geht wieder los. Wischiwaschi, dreh dich im Kreis. Ja, wir sind wieder hier, wo wir schon mal waren, in Santa Cruz, Leute, bei der Fähr- und Entsorgungsstelle mit dieser, ja, die beste Waschmaschine hier auf ganz Teneriffa, das kann ich euch sagen. Also die macht alle Flecken richtig weg. Ja, wir werden jetzt nochmal voll leer machen. Klar, haben wir erst gemacht, aber wir machen es jetzt trotzdem nochmal. Das mit dem Baumarkt hat jetzt nicht so richtig geklappt heute. Wir konnten auf dem Baumarktgelände nicht fahren. Jetzt ist schon sehr, sehr spät, 7 Uhr. Ich würde sagen, wir machen heute hier Schicht. Im nächsten Video geht's weiter. Es liegt noch einiges offen und ich habe schon wieder neue Infos. Naja, lässt uns das Ganze aufatmen oder nicht? Das erfahrt ihr bei der nächsten Folge hier bei Elon Mops. Bis dann. Ciao.